Ja, einen wunderschönen guten Morgen, recht herzlich willkommen. Melde mich, man hört es gleich an der Stimme, etwas leicht verkühlt, ein bisschen verschnupft, auf der Turnmatte live zurück. Live, warum? Wochenende gibt es immer die Aufzeichnungen. Ja, und sollte ich heute irgendwie schwächeln, dann kennen wir auch den Grund dafür. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich hinein mit der ersten Übung. Das heißt, wie immer schauen wir, dass wir aufrecht stehen. Ganz wichtig, ich weiß, ich betone es immer explizit, aber es ist auch wichtig, weil oftmals fällt man wieder so in diese alte Position, deswegen immer darauf achten, sich groß machen, leichte Grätsche und wir beginnen einmal ganz locker hier zu pendeln von rechts nach links. Damit starten wir hinein. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen für alle, die im TV live zugesehen haben am Wochenende. Da ist ein Hoppala passiert. Man hat halt jetzt an beiden Tagen, keine Ahnung wie das passiert ist, den Freitag und nicht die Wochenendsendung gespielt. Lustigerweise im Livestream und so weiter waren die richtigen Sendungen drinnen. Also ich sage immer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Gut, rechts, links einfach pendeln. Dann kann ich mich immer wieder hier zum Beispiel ganz locker so abstützen mit den Zehenspitzen, wenn es zu kippelig ist. Ja, und dann pendle ich mir so hin und her. Jawohl, und jetzt nehme ich auch schon langsam meine Arme mit und jetzt kann ich hier beginnen, mich richtig schön dynamischer zu bewegen. Ja, sehr gut. Und geht schon mal in den Tag. Ja, wie war euer Wochenende? Wetter war, glaube ich, ziemlich okay, oder? Ja. Immer ein bisschen auskuriert. Nur einen kleinen Spaziergang gemacht. Ein bisschen in der frischen Luft gewesen, tut gut. Frische Luft generell ist wichtig. Und da kann man schon, zack, gerne auch nach unten gehen. Ein bisschen in die Knie, das Ganze schwungvoller gestalten. Und wir haben noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Wir kommen zur Mitte, können gern so in der leichten Grätsche stehen bleiben. Nächste Geschichte. Wir legen unsere Fingerspitzen Richtung Schulter und beginnen einmal hier ganz locker zu mobilisieren. Kleine Bewegungen zunächst einmal machen. Ihr wisst, ich sage immer sanft starten und dann natürlich kann er größer werden und intensiver von der Bewegung her. Manchmal gibt es ja diese Tage, wenn man sich so richtig steif fühlt, gell? Also wirklich hineinfühlen, schauen, wie geht es heute. Und dann kann ich natürlich hier von der Bewegung her größer werden, wenn ich spüre, dann merke, dass es gut geht. Fange mal klein an, ja, dann pendle ich mich ein auf meine Bewegungsgröße. Ja, da, sehr gut. Und im nächsten Schritt machen wir Folgendes. Achtung, und zwar, wir gehen nach hinten und jetzt öffnen wir und versuchen unseren Daumen nachzublicken und machen uns lang. Kommen wieder zurück, andere Seite. Öffnen, lang machen, zurückkommen. Und wieder andere Seite, lang machen, zurückkommen. Ja? Einmal und dann öffne ich und blicke meinen Daumen nach. Ja, richtig schön hier. Am besten mit der Einatmung nach hinten gehen. Und mit der Ausatmung wieder nach vorne. Ein, aus und wieder ein, aus. So, jede Seite noch einmal, sprich einmal von mir aus gesehen rechts und einmal nur links. Und wir kommen zurück. So, ganz kurz auslockern. Jetzt, ja, sind unsere Arme gefordert. Das heißt, wir können bei Grätsche stehen bleiben, wenn wir möchten. Arme zur Seite, Handflächen aufgestellt. Und jetzt beginnen wir hier mal mit kleinen Kreisen. Kleine Kreise zu machen in eine Richtung. Und versuchen vielleicht auch, ja, nie ganz gestreckt zu stehen, sondern über die Muskulatur zu stabilisieren. Unser Lächeln aufsetzen. Das haben wir schon, genau. Bauchnabel zieht nach innen, auch ganz wichtig. Ja, dann kann er mal die Richtung wechseln, ja, kleine rotierende Bewegungen zu machen, unsere Flügel praktisch ausgebreitet, So, und jetzt wechseln wir die Richtung, gehen wir nach vorne und versuchen jetzt hier eine Spur größer zu werden von der Rotation. Ja, Foto wieder kriegt, und zwar: Hallo lieber Philipp, ich bin seit 2021 bei jeder Turnstunde mit dabei. Es motiviert mich und es stärkt auch meine Psyche, schreibt sie. Das letzte Jahr war mental sehr schwach und ja, ich bin als Kellnerin eingesetzt, habe jetzt 2 Kinder und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir jetzt auf der Krone wieder gemeinsam turnen können. Also die Turnstunde, überschreibt sie, ja, die Turneinheiten tun ihr einfach gut. Ja. Und sie wünschen uns allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr. Ja, so ist gut. Ich meine, ich habe das mal fit und gesund. Liebe Grüße, bevor ich es vergiss, die Barbara. Ja. So, einmal noch Retour. Größer werden von der Geschwindigkeit kann es auch ändern natürlich. Ja, das sind die schönen Geschichten, die täglich kommen. So. Und nochmal nach vorne kreisen. Atmung fließen lassen. Und wir lockern ganz kurz aus. So, gehen aber gleich wieder in die Position. Handflächen wieder nach außen. Und jetzt schieben wir nach außen. Das heißt, wir schieben hier nach außen schieben. Nach außen schieben. Jawohl, sehr gut. Das haben wir schon. Außen schieben. Und auch da kann ich mir wieder vorstellen, ich habe da wirklich einen Widerstand, gegen den ich schiebe. Atmung fließt. Sehr gut. Und wieder außen gehen. Hoppala, ich bin ein bisschen schief, habe ich gerade gesehen. Und wieder nach außen. Geh mal, komm, komm. Jawohl. Das geht schon rein, gell? Ah, genau. Und ja, da haben wir die Schulter, den Oberarm, die Oberarme mit dabei. Und wir haben noch 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Ganz kurz auslockern. Merkt man, spürt man, ist gut so. Ja, wer eine Pause dazwischen macht, ja, der macht die ganz einfach. So, jetzt stellen wir uns vor, wir haben da unser Gewicht in der Hand und zwar greifen wir da nach oben, also eine Stange, die wir nach unten ziehen und ziehen dann nach unten. Und jetzt aber wichtig, ja, Schulterblätter sind praktisch fixiert, das heißt, wir wollen da genau unseren Latissimus stärken. Genau, komm wieder zu euch, ziehen dann nach unten. Ziehen nach unten. Atmung fließt. Sehr gut. Schauen, dass wir in unserer Position sind, dass wir uns gut fühlen. Ja. Und richtig da, genau, da werden wir spüren. Ja. Da nach unten ziehen, dann sind wir da richtig. Sehr gut. Und nach oben. Ja. Ausgezeichnet. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, es geht ein bisschen schwerer. Bleibt dann noch dran. Optimal, super. Und wir haben noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Wir lockern aus. Ja, schon ein bisschen, merkt man schon, gell? Montag gleich einmal. So. Nächster Schritt, und zwar unsere seitliche Balance. Stabilität ist ganz, ganz wichtig. Ja? Dazu ein Bein gut verwurzeln. Wir achten darauf, wie gesagt, dass wir nie ganz gestreckt stehen, leicht abgewinkelt. Jetzt, wenn ich gut verwurzelt bin, löse ich aus, ja, und neige mich einmal zu einer Seite. Ja? Schau, dass ich da die Körperspannung habe. Das ist wichtig. Nicht irgendwie so zusammensacken, sondern wirklich da groß machen. Körperspannung ist da. Ja? Dann wechsle ich einmal mein Standbein. Bitte Profis und Fortgeschrittene machen es gerne in ihrer Bewegungsgröße. Ja? Dann schaue ich, wie geht es? Kann ich diese Position halten? Kann dann die Arme nach oben geben, wenn ich möchte. Ja? Komm wieder zurück. Ja? Versuch's in die andere Richtung. mit gestreckten Armen und dann schaue ich mal, wie weit komme ich. Komme ich so wie weit geht's und versuche die Position kurz zu halten. Komm wieder zurück. Andere Seite. Ebenfalls schauen, ja, wie weit komme ich, versuche die Position zu halten. Sehr gut. Ja, super. Und wieder zurück. So, und jetzt zum Beispiel können wir uns drauflegen. Achtung. Und zwar, jetzt gehen wir zur Seite. Ja. So, und jetzt kann ich mal versuchen, hier anzufersen. Anfersen. Ja. Einfach nur anfersen. Oder dann versuchen, Knie, Ellbogen Richtung Körpermitte zu gehen. Jawohl. Also da haben wir mehrere Varianten. Ja. Dann nehmen wir das andere Standbein und versuchen auch hier mal. Wie geht es da mit dem Anfersen? Ja, hopsi, ja, zack, nur austariert. Ja, und dann natürlich auch hier. Knie, Ellbogen, zack, hoppala. Na, ich sage nicht hundertprozentig fit. So, und jetzt machen wir eins nochmal gemeinsam. Achtung, ja, wieder ein Bein gut verwurzeln. Ja, und jetzt lösen wir aus. Einsteiger, fortgeschrittene Profis versuchen die Arme zu strecken und jetzt einmal die Position zu halten. 5, 4, 3, 2, 1. Kommen zur Mitte, lockern kurz aus. Anderes Bein, gut verwurzeln. Einsteiger, fortgeschrittene Profis, wieder halten die Position. 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Immer auch achten auf die Körperspannung, ja? Ganz, ganz wichtig. So, Achtsamkeitsübung haben wir schon länger nicht mehr gemacht, ja? Und zwar ganz einmal unser Bewegungsmuster. Das heißt, wir steigen nach vorne, setzen mit der Ferse auf, rollen über den Mittelfuß und Vorfuß ab und steigen wieder zurück. Ja? Also Vorfuß, Mittelfuß, Ferse und kommen wieder zurück. Das heißt, unser Bewegungsmuster neu wieder abspeichern. Ja? Denn genau da sind jetzt immer die Hopperlas, wenn die Leute gehen und irgendwo dann hängen bleiben. Ja? Deswegen wichtig, Ferse, wir überzeichnen. Mittelfuß, Vorfuß und dann steige ich zurück und dann anderes Bein. Ja? Das heißt, es geht darum, dass wir wirklich überzeichnen von der Bewegung. Ja? Ja? Und jetzt kann ich es natürlich für die Fortgeschrittenen größer machen und sagen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ja, dann gehen wir weiter nach vorne. Ja? Dann wird es natürlich wie immer intensiver. Ja? Aber wichtig dabei bei dieser Übung ist Ferse, Mittelfuß, Vorfuß. Ja, dass wir das trainieren, um es im Alltag wieder abrufen zu können. Das heißt, wir überzeichnen jetzt hier, ja, dass wir dann zumindest im Alltag 70 bis 80% umsetzen und somit hopperlas vorbeugen können. Und das ist jetzt nicht nur bei den älteren Damen und Herren, sondern wenn heute viele junge Leute sind, die einfach so dahin schlurfen, darfst du nicht wundern, wenn es dann Fritzilacke reißt. Nach vorne gehen, ja, zack, geht auch klein in der Bewegung, zum Beispiel in der Gehhilfe, wie auch immer, wichtig. Das sind so Übungen, die es immer wieder braucht, dass wir diese einfließen lassen, weil wir einfach zu schlampig werden. Und das regelmäßige Training macht uns besser, schützt uns vor unnötigen Stürzen, sage ich jetzt einmal. Vorne gehen. Wenn ich dann weiter nach vorgehe, natürlich habe ich den Ausfallschritt mit dabei. Ja, dann freuen sich unsere Oberschenkel auch gleich. Gell? Sehr gut. So, was ist noch im Alltag wichtig? Zurücksteigen. Immer wieder Situationen, wo es wichtig ist, dass wir zurücksteigen, wo wir nicht nachdenken sollen, sondern wo das einfach automatisch kommt und wir uns sicher fühlen. Das heißt, ich steige jetzt nach hinten, jetzt setze ich Vorfuß, Mittelfuß, Ferse auf. Ja? Komm nach vorne, anderes Bein. Vorfuß, Mittelfuß, Ferse. Ja, zack, geht er nach hinten, steigt er nach hinten, zack. Und auch da kann ich jetzt größer werden, wenn ich möchte. Ja. Also, Einsteiger, kleine Bewegungen. Ja, super, steigt er nach hinten und ich habe eine gewisse Sicherheit, weil... Oder warum? Weil wir es trainiert haben. Genau. Das ist Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte. Dann nach hinten steigen. Und noch 3, 2 und der letzte 1. So, nächster Schritt. Kniehob, abspreizen, anziehen, strecken. Beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Sieht wie aus. Kniehob, Einsteiger, fortgeschrittenen Hoppala, Profis. Abspreizen, anziehen, strecken. Beugen. Und beim Beugen achten wir darauf, dass wir da parallel bleiben. Abspreizen, anziehen, strecken. Ja? Also, 1, hoppala, na, sag ja, nicht ganz fit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Zack, nach unten gehen, abspreizen. Und wenn es so wackelt wie bei mir zuvor, alles ganz okay. Wir sind alle nur Menschen und keine Maschinen. Und dann nehmen wir diesen fehlerfrei. Jawohl, zack, und wieder. Abspreizen, anziehen. Jawohl. Und noch 2. Und der letzte 1. Und jetzt kommt natürlich der Wechsel, anderes Bein. Das heißt, wir haben den Kniehub, abspreizen, anziehen, strecken, beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Kniehub, abspreizen, anziehen, strecken, beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Oben, zack, jawohl. Einsteiger machen es einmal klein, machen wir so, versuchen, kommen zurück, stellen ab, machen es auch da klein von der Bewegung her. Fortgeschrittene werden höher, öffnen weiter, einfach hineinfühlen. Und dann Profis ziehen da wirklich schön nach oben, zack, an, ab. Und wieder nach oben. Und noch 2. Und der letzte 1. Sehr gut. So, wir lockern aus. Jetzt noch unsere Oberschenkel kommen dran. Und zwar stellen wir uns ein bisschen enger zusammen. Jetzt haben wir den Kniehub, steigen zur Seite, gehen nach unten, Kniebeuge. Kommen nach oben, steigen bei. Wieder Sidestep, Kniebeuge, kommen nach oben. Zack. Und wieder Kniehub, übersteigen, Kniebeuge und wieder. Ja. Tempovariationen. Ja, entscheidet ihr, welche Geschwindigkeit, wie intensiv ihr die Übung ausführt. Wichtig dabei, macht es bitte weiter, für alle, die es noch nicht so lange, oder noch nicht so lange dabei sind, wichtig, Nabel zieht nach innen, aufpassen, nicht, dass da das Gesäß so ausfährt. Ja. Wichtig, gerade Rücken, gehen nach unten, so gut es geht und schiebe dann übers Gesäß nach oben. Ja. Also wir haben 1, 2, 3, 4 und wieder 1, 2, 3, 4 und wieder 1, 2, 3, 4. Ja, sehr gut. Und der letzte. Super. Wir kommen schon zur Cooldown-Phase. Stellen uns entspannt hin und jetzt machen wir Folgendes. Und zwar heben die Schultern an, gehen nach hinten, atmen ein. Kommen nach vor und atmen wieder aus. Jeder für sich in seinem Rhythmus. Einatmen und dann nach vorne wieder. Ausatmen. Kann man gerne die Augen dabei schließen. Jeder für sich. Also ich gehe einmal nach oben, atme ein und komme nach vorne. Atme aus. Richte mich wieder auf. Ja, super was, oder? Gute Energie. So soll es sein. Wünsche euch einen wunderschönen Montag. Alles Liebe, guten Wochenstart. Und wie immer heißt es, trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen.